Groß war der Besucherandrang an diesem Spätsommertag. In beiden ehemaligen Kulturräumen gab es bereits in der Vergangenheit größere Kunstausstellungen. Nach der Vereinigung waren es die Mitglieder der nun gemeinsamen Sparte der angewandten und bildenden Künstler, die immer wieder drängten, eine gemeinsame große Werkschau vorzubereiten. Das Schloss Augustusburg ist prädestiniert für die erste gemeinsame Ausstellung mit gegenwärtigem sächsischen Kunstschaffen. Im Sommerhaus des Schlosses werden 260 Werke der Malerei, Grafik und Plastik von 57 Künstlerinnen und Künstlern präsentiert. Ausgewählt wurden die Arbeiten von den beiden Kuratoren, Karin Weber aus Dresden und Reinhold Lindner aus Augustusburg. Zur Eröffnung am 6. September verwies Kulturraumsekretär Wolfgang Kalus auf das enorme künstlerische Potenzial im Erzgebirge und Mittelsachsen. Die ausgestellten Werke bestechen durch Vielfalt und Eigenwilligkeit zugleich. Die Kuratoren würdigten jeder auf seine Art die künstlerische Qualität der Arbeiten. Facettenreich zeigen wir Ihnen mit unserer Bildausbeute von Künstlerinnen und Künstlern aus dem Erzgebirge und aus Mittelsachsen, wie sie das Leben mit all seinen Aufschwüngen und Abgründen, getragen von Licht und Schatten, widerspiegeln. Der Kampf mit der Natur, der Kampf mit sich selbst, das Spiel mit eigener und vorgegebener Kraft und die Vision auf Ausgleich und Harmonie ist in den Werken eingeschrieben. Weil es der Raum ist, der mit Kunst gefüllt ist, wie wir es bis jetzt wahrscheinlich noch nicht gehabt haben. Das ist das Großartige dieser Ausstellung, hier sehen wir es. Hier ist diese Zusammenkunft der Kunstleistung dieser Gegend. Und auch dieses sage ich nicht ohne Grund. Die Ausstellung möge beitragen, dass es endlich, endlich wahrgenommen wird, was hier in dieser Gegend an Kunst entsteht. Denn leider müssen Künstler aus dieser Ecke, aus dem Erzgebirge, auch aus Mittelsachsen, meist mit ihren Werken und mit ihrer Bitte durch die Stadttore in die großen Kunstzentren hineinzukommen, Heidelberg und wieder umkehren. Möge also die Wahrnehmung der großen sächsischen Kunstzentren des Potenzials, das hier entstanden ist, endlich von hier aus Signale empfangen. Konventsvorsitzender und Landrat Frank Vogel unterstrich in diesem Zusammenhang die Bedeutung des Kulturraumgesetzes für die Erhaltung von Kultur und Kunst in der Fläche des Freistaates. Letztendlich wollen wir damit im 20. Jahr des sächsischen Kulturraumgesetzes auch ein Zeichen setzen, vor allem auch an die Landespolitik. Das sächsische Kulturraumgesetz ist zu einem festen Bestandteil unserer Kulturpolitik geworden. Das sächsische Kulturraumgesetz gewährleistet, dass sich Kultur nicht nur lediglich auf wenige herausgehobene Stätten begrenzt, sondern auf dem ganzen Lande möglich wird. Alle Regionen Sachsens leisten einen eigenen Beitrag zur kulturellen Vielfalt im Freistaat Sachsen. Im Rahmen der anstehenden Evaluierung des Kulturraumgesetzes braucht die Kulturraumförderung für die Zukunft aber eine höhere und vor allem auch verlässliche Landesmittelausstattung als bisher. Für die Exposition wurde von der Schlossbetriebe GmbH der renovierte und vorzüglich ausgestattete Ausstellungstrakt des Sommerhauses zur Verfügung gestellt. Dessen Raumgliederung und die technische Ausstattung gestatten die Präsentation der ganzen Vielfalt des Kunstschaffens, von der Großplastik bis zur intim aufgefassten Grafik. Die Ausstellung umfasst alle Genres der bildenden Kunst mit unterschiedlichen Stilrichtungen. So haben sich die sächsischen Traditionen der Landschaftsdarstellung wie auch der Porträtkunst weitgehend erhalten. Zugleich lösen sich aber auch Vertreter der jüngeren Generation mit ihrer persönlichen Bildsprache von stilistischen Beeinflussungen. Die Kunstausstellung wird durch ein Rahmenprogramm, unter anderem mit regelmäßigen Führungen sowie Galeriegesprächen mit Künstlerinnen und Künstlern ergänzt. Bildbesprechungen und Malaktionen begleiten die Ausstellung, für die auch ein Katalog erarbeitet wird.
Die erste Kunstausstellung des Kulturraumes Erzgebirge Mittelsachsen auf Schloss Augustusburg ist bis 1. Februar 2015 zu sehen. Und ein Signal ist schon mal erfolgreich gesendet und empfangen worden. Die Werkschau wird in abgespeckter Form in der Landeshauptstadt Dresden zu sehen sein, im neuen Ausstellungsraum des neuen Sächsischen Kunstvereins in der Nähe des Wettiner Platzes.